Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in Tethala umgeguckt, weil wir verabschieden uns hier von alles Mögliche, weil wir jetzt gerade dabei sind, irgendwie die Welten wieder zu vereinen, da wir nur noch einen Elementargeist brauchen. Und ja, deswegen suchen wir jede einzelne Stadt und gucken, wer hier was für ein Business zu erledigen hat. Und danach mal sehen. Hat. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der millionste Gast auf den Ferieninseln Altamira. Was? Wie was? Ich? Der wer oder was? Zu diesem Anlass schenken wir Ihnen eine Übernachtung in der Deluxe-Suite des Hotels Lazzareno. Mein Gott, hat mir gelesen, fängt schon wieder geil an. Boah, wirklich? Zudem haben wir Sie mit dieser Freikarte unbegrenzte Zutritt zu allen Attraktionen unseres Vergnügungsparks. Wie Sie feststellen werden, haben Sie von der Deluxe-Suite die besten Aussichten in ganz Tethala. Viel Vergnügen. Herzlichen Glückwunsch, Lloyd. Ja, ich verstehe zwar noch nicht ganz, was das gerade war, aber juhu! Ich freue mich schon sehr auf deine Bewertung der Unterkunft. Darauf kannst du dich verlassen. Du musst eine Freikarte bekommen. Boah, geil. Bitte lass mich Alicia besuchen. Okay, hat er nichts mit dem Besuch jetzt zu tun gehabt? Ich bin für das Wohlergehen der Firma Lazzareno verantwortlich. Aber die Welten müssen getrennt werden, um weitere Tragödien wie die von Alicia zu verhindern. Ich kann nur nicht einfach einer der anderen vorziehen. Es geht nicht unbedingt darum, welche wichtiger ist Regal. Ich glaube, mit uns zu kommen ist ebenso wichtig, wie hier zu bleiben und Tethala anzuführen. Es gibt keine falsche Entscheidung. Ich frage mich, welcher Weg Alicia und Papa für mich gewollt hätten. Sie hätten sicherlich gewollt, dass du auf dein Herz hörst, Presser. Nein, ich bin mir ganz sicher, dass sie genau das wollen. Mein Herz. Dasselbe geht auch für dich, Regal. Es ist egal, welche wertvoller ist oder so. Was sagt dir dein Bauch? Meinst du mein Bizeps? Eine gute Frage. Ich denke darüber nach. Bizeps oder Bauch, oder? Wie sieht's mit euch aus? Bleibt ihr bei uns? Ja, ne, das müsste ja eigentlich der letzte gewesen sein. Das ist eine zu schwerwiegende Entscheidung, sie sofort zu treffen. Warum schlafen wir nicht noch eine Nacht drüber? Einfach schon, gute Idee. Könnt ihr nicht, wenn außerhalb von Meltokio Quartiere beziehen? Kommt, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt. Was? Was macht ihr denn? Es ist lange her, seit wir allein zu zweit waren. Wir haben noch eine Freikarte hier im Hotel bekommen, ihr Idioten. Stimmt, jeder ist in seiner kleinen Ecke der Welt und denkt darüber nach, was er mit seinem Leben anfangen soll. Glaubst du, dass Genis und die Professorin in Tethala bleiben? Und Cellos, Pesce und Wiegel haben eine noch stärkere Bindung an diesem Ort. Sie können sich alle entschließen zu bleiben. Ja. Da könnte es ziemlich einsam werden. Aber die Entscheidung liegt bei ihnen. Ich soll die Auserwählte sein, aber ich kann gar nichts für sie alle tun. Sogar die arme Shina lässt das Volk von Mitsuo zurück. Ja, sie muss ja sowieso mitkommen wegen dem Geist. Ganz alleine nach Ceyron zu gehen, muss ihr sehr schwer fallen. Ich fühle mich so machtlos. Das bist du nicht. Danke dir, Lloyd, aber du bist genauso stark wie wir alle. Jeder von uns kann ein kleines bisschen beitragen. Natürlich, keiner von uns ist allmächtig, aber mit vereinten Kräften sind wir immerhin bisher gekommen, oder? Ja. Wir sind Verbündete und auch Freunde. Das ändert sich auch nicht, wenn die Welt gespalten wird, egal auf welcher Seite wir uns befinden. Wir werden weiter zusammenarbeiten, um die Welt, für die wir gekämpft haben, aufzubauen. Solange wir weiterkämpfen, sind wir ein Team, ganz egal, wie weit wir voneinander getrennt sind. Das verbindet uns. Du hast schon recht, wir sind Freunde. Distanz kann das nicht ändern. Richtig, wie auch immer die Entscheidung der anderen Auswahl, für mich sind sie in Ordnung. Ich habe beschlossen, sie zu akzeptieren und den Mund zu halten. So geht es mir auch. Wir müssen die Entscheidung der anderen respektieren. Lass uns nun die Antworten hören, wenn sich alle entschieden haben. Ich gehe zurück nach Silverond. Ach, Genis war das. Ich gehe zurück nach Silverond.
Ich habe mit Mythos darüber gesprochen. Er ist nicht glücklich damit, aber er versteht mich. Und ich habe dir versprochen, an deiner Seite zu bleiben, Lloyd. Das werde ich auch. Silverhand wird bald mit dem langwierigen Wiederaufbau beginnen. Ich vermute, dass sie einige gute Lehrer brauchen werden. Ich gehöre zum Team Silverhand, aber das wusstet ihr bereits. Heute Morgen habe ich mich von allen in Mitsu verabschiedet. Und der Herr Präsident? Ich habe die Firma vertrauensvoll in Georges Hände gelegt. Bitte erlaubt mir, euch dabei zu unterstützen, Alishas Tragödien zu beenden. Ich fürchte, dass meine Kräfte gering sind, aber all meine Kräfte gehören dir, Lloyd. Das werde ich. Ehrlich gesagt ist mir immer noch unklar, was die richtige Wahl ist. Aber eines ist sicher. Wenn ihr nicht in mein Leben gerettet wärt, wenn ihr nicht mein Leben getretet wärt, würde die Zeit für mich immer noch stillstehen. Ich werde den Rest meiner neu gefundenen Zeit auch zur Verfügung stellen. Euch zur Verfügung stellen, mein Gott. Zellos? Ehrlich? Ihr alle wählt das Exil irgendwo in der Pampa? Absichtlich? Das heißt dann wohl, sobald die Welten getrennt sind, werden die Auserwählten nicht mehr gebraucht. Ich werde ein freier Mann sein. Ich kann meine Freiheit genauso gut in den Armen der Süßen von Silverhand genießen, die dort auf mich warten. Dann bleiben wir alle zusammen? Es scheint so. In Ordnung, los geht's. Wir haben eine Welt zu spalten. Und ich habe einen Planeten mit unzivilisierten Barbaren zu zivilisieren. Hör schon mit den unzivilisierten Barbaren auf. Sehr schön. Das war mir aber irgendwie klar. So, jetzt heißt es aber erstmal wieder zurück nach Altamira. Weil, ja. Da wird es doch wohl irgendwas auf sich haben mit den gratis Übernachtungen. Außerdem wird das ja bestimmt das letzte Mal sein, dass wir hierhin kommen. Was ich auch irgendwie nicht glaube. Wir haben noch nicht mal hier E-Mail, konnten wir hier den E-Mail bald, sie ist ja auch, glaube ich, habe ich letztens in den Kommentaren gelesen. Weil sonst passe ich ja nicht auf so einen Dreck auf. Die Aufgabe eines Präsidenten. Ich hoffe, die Quest ist jetzt nicht abgelaufen, weil ich da rausgegangen bin.私は犯罪者だ。レザレノに迷惑をかけたくなかった。すまないな。しかし会長か。俺らいさんなんだね。ところでさ、会長は会長さ、偉いんだよ。だから、どんなことしてるんだよ。え、それは。なあなあなあ、何やってるんだ。私、用事を思い出した。俺様、あ、これとちゃんに用があるんで。 Warum hat er es denn nicht gesagt? Ich habe es irgendwie jetzt auch nicht verstanden. Egal. Wir können ja umsonst jetzt hier übernachten, so wie ich das mitbekommen habe, oder? Wäre das jetzt abgelaufen? Ah, klar doch. Hä? Bin ich etwa allein im noblen Zimmer? Mir schrecklich leid, sie, aber ihr Gutschein geht nur für einen Gast. Oh. Wenn sie mir jetzt bitte folgen würden. Als wenn nämlich jemand anderen genommen hätten. Guten Aufenthalt. War mich was passiert wäre, wenn ich jemand anderen genommen hätte. Ja, es ist offen. Junge, Junge, das ist also die Deluxe-Suit. Nicht schlecht, was? Die ist irre. Ich hab nur, wo die Luxe sind. Hä? Ah, ich verstehe. Deluxe? Leute, das ist keine... Das ist was anderes. Es ist bloß schade, dass ihr ihn nicht auch noch eine Suit abluxen konntet. Für mich allein ist das doch vergeudet. Das ist nicht vergeudet. Du hast dich so angestrengt, Leute. Du hast ja eine kleine Belohnung verdient. Und was ist mit dir? Du hast die Fähigkeit zu schlafen und zu essen verloren. Du hast deine Seele verloren. Du hast am meisten von uns mitgemacht. Aber ich hatte eure Hilfe. Und ich etwa nicht. Hihi. Was? Wenn ich es mir recht überlege, sind wir nur so weit gekommen, weil wir alle uns gegenseitig geholfen haben. Ja, wir sind ein gutes Team. Das Beste. So viele tolle Leute. Ich liebe sie. Und Silvan und Ted Haller auch. Ja. Aber am meisten liebe ich... Hm?
Nichts, vergiss es. Ich gehe dann wieder zurück auf mein Zimmer. Jetzt schon? Bleib doch noch. Lass uns noch ein bisschen reden. Einverstanden. Oh, oh, oh. Da bahnt sich was an. Wer hätte das gedacht? Zwischen diesen beiden. Ja. Sind wir jetzt auch geheilt? Ja, klar. Natürlich sind wir geheilt. Heirate mich. Was? Ist das einfach so wildfremden Leuten zu sagen, was? Warum zum Teufel? Okay. Was ist gerade passiert? Wir können auch alle Attraktionen umsonst benutzen. Irgendwie konnte ich letztens gar keine Attraktion benutzen. Da gehen wir nochmal da rein. Na, Vergnügungspark. Oh ja, hoffentlich geht der Sound jetzt auch weg. Erstmal ist er noch da geblieben. Hier scheint es, glaube ich, einiges geändert zu haben, oder? Ja. Yep. Wow, sieh dir einen irren Fahrzeug an, was es nicht alles gibt. Das sind Fahrgeschäfte, Leute. Für kleine Kinder. Das ist ein Vergnügungspark. Das Ding macht die ganze Zeit dieses Geräusch. Oh, oh, für Kinder also? Was? Hm, so toll fand ich sie eh nicht. Natürlich nicht. Nur für Kinder. Oh, kaum. Das ist ein klassischer Ort für Rendezvous. Oder um sich mit Freunden zu treffen, um Spaß zu haben. Wirklich? Oh, dann will ich mit meinem mit einem fahren. Was ist das? Boah, riesige Tasten. Jetzt jeder sucht sich eine Tasse aus. DT-Tassen. Wieso eigentlich Tee? Das hat mich schon immer gestört. Warum nicht Kaffeetassen? In diesem Fall ist es, weil ich Tee bevorzuge. Weiß ich nicht. Ich auch. Ich auch. Ja, weil du ein Mann mit herausragendem Geschmack bist. Kaffee ist ein grässliches Gebräu aus trübem Wasser. Unser Lloyd, ein Ausbilder an Kultiviertheit? Ich bin sprachlos. Jo, Zeit hier mit einem Kanone zu drehen. Warum willst du nicht jemanden mitzufahren? Solche Dinge machen zu zweit mehr Spaß. Keine Ahnung. Mit Klett hatten wir gerade schon unsere Zeit. Wie das mit Gennis? Der ist auch noch ein Kind, deswegen, ja. Komm, Gennis. Dann nehme ich Gennis. Aber wirklich, von all deinen kindischen... Na schön, wenn es sein muss, komme ich mit. Ihm wird's gefallen, wahrscheinlich. Jawohl, geil. In so ein Ding bin ich ehrlich gesagt noch nie mitgefahren, ey. Hab voll einen empfindlichen Magen und in so ein Ding reinzusteigen, ey, das wäre sowas von ein Albtraum für mich. Ich werde mein Mittagessen verlieren. Hehe, nicht schlecht. Wenn wir schon mal hier sind, sollten wir auch mit den Jetstreams Achterbahn fahren. Du bist so ein Kindskopf, Leute. Aber echt. Uah. Uah. Okay. So ein Ding bin ich übrigens auch noch nie gefahren, ey. Ich mag solche Freizeitpark-Attraktionen nicht, auch wegen demselben Grund, Magen. Oh, mit dem Ding kann man nicht mal einen Wayard mithalten. Boah, das war Wahnsinn. Komm schon, fahren wir noch mal. Hey, das hat Spaß gemacht. Sehr schön. Kann ich jetzt immer irgendwie jemanden auswählen? Jetzt mal alleine. Hui. Nee, auf so Rummelattraktion bin ich noch nie mitgefahren, ey. Ich habe Höhenangst, mein Magen ist ein bisschen empfindlich, deswegen, ja. Bei mir war halt immer verschwendete Zeit. Mir ist so schwindelig. Auf Rutschen bin ich mal gerne gegangen. Oder so Wasser Attraktion. Ja, bitte. Oh, so ein Riesenrad würde ich nie im Leben aufsteigen, ey. Ist ja auch gerade Weihnachtsmarkt hier und ja. Ich werde nie auf so ein Ding draufsteigen, ey. Das ist absolute Horror für mich, sowas.
Ja, hat mir aber auch nichts gebracht eigentlich hier. Also so ein paar Szenen. Haben wir hier noch. Bah, mach auf. Na gut. Warte mal, du bist ein Hund. Hey, schließe dich mir an. Zur Weltherrschaft. Verdammt, warum nicht? Okay, lass mal kurz. Oder du. Ja, Nacht. Nacht wird nie stattfinden in diesem Spiel. Okay. Na, mehr gibt's hier nicht. Verdammt. Schließ dich mir an. Alles klar, dann. Weiß nicht. Hier wieder zurück und ab nach Silveron, würde ich sagen. Obwohl, in Dings waren wir noch nicht. In Bah. Können wir auch noch mal einfach so vorbeischneiden. Apropos schneiden, ja. Genau diese Stadt meine ich. Weiß nur nicht, wie sie noch mal heißt. Wo wir die Pinguinhandschuhe herbekommen haben. Aber ja, genau die. Warte mal, am Strand. Gibt es irgendwas zu tun am Strand? Da vorne ist der Strand. Okay, den werde ich mal ansehen. Ich habe zwar wahrscheinlich schon alle möglichen Sachen verpasst hier. An Cutscenes und Quests nehme ich an. Aber man kann immer noch überall mal rumgucken. Na, keine Ahnung, kannst du das? Ich habe jetzt wieder eine Menge Geld. Da kann ich ja wieder hier ein Dingens in diese eine Stadt, die wieder aufgebaut werden muss, reinspenden. Aber ich glaube, wir konnten letztes Mal schon irgendwie so 28.000 oder so spenden. Das wird sich, glaube ich, nicht mehr lohnen. So, da oben ist das, glaube ich. Mein Gott, langsam kann ich die Welt ein bisschen auswendig. Wie ist die Stadt nochmal? Flanor, genau. Wird da auch noch irgendwas geben. Hey, bist du nicht der eine Typ? Abyssion hieß er, genau. Wenn ihr alle Waffen gefunden habt, kommt bitte nach Flanor zurück. Wuff. Na. Weiß ich nicht. War Pac-Man nochmal Hallo sagen? Nein. Aber muss ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas zu erledigen. Man weiß es nicht. Was mit dir? Ach egal. Gehen wir nach Silverrand. Haben schon ein bisschen mehr Zeit hier aus dem Fenster geworfen. Kein Problem. Aber muss ja gucken. Man muss ja gucken. Aber wenn ich hier überhaupt nicht am gucken bin gerade, aber egal. Ich muss schon wieder an Tales of the Abyss denken, wo man verdammt kurze Zeitspanne hatte, um einige Quests zu erledigen. Und das war nicht gut. So. Wo? Warte mal. Muss er zurück? Der Dings war doch hier. Stützpunkt Tetala. Ich gehe volle Möhre irgendwo anders hin. Wow, da bin ich gerade durchgeflogen. Was zu packen? Nach Silverrand. Jawohl. Spalten wir die Welten oder vereinen wir sie oder was auch immer. Ein Moment hieß es vereinen und dann hieß es irgendwie spalten. Ich meine, stimmt ja, wir werden voneinander Dingens getrennt, wenn wir die Elementargeister alle beschworen Pack mit denen geschlossen haben. Aber naja, ich bin da ja noch ein bisschen positiv, dass das nicht passieren wird. Ja, sonst wäre das Spiel noch ein bisschen blöd. Wenn wir auf einmal nicht mehr nach Tetala gehen könnten, ne? So. Wo ist diese eine Stadt? Luin war das, glaube ich, ne? Die wir wieder aufbauen müssen. Da ich definitiv keine Ahnung habe, wie ich mein Geld verschwenden soll. Na, lass mal. Gehen wir zum Turm hier. Hier müssen wir hin, ne? Ne. Turm des Manas. So, und lass mich an. Anstatt zur Spitze gehen wir jetzt einfach von unten, ne? Können wir den nicht abkürzen?
Wir müssen ja nur zum Dingens gehen, zum zur Spitze. Dürfte nicht so schwer sein. So. Weiß nicht, wenn hier schon ein Ziegel ist, dann kann ich hier schon mal einen Schnitt machen. 仕掛けが全て解除されている。ここは私たちが以前ついた時に仕掛けを解除したのよ。Stimmt, er war gar nicht dabei, ne? Wieso nicht? Ist das nicht genau das, was ich gerade gesagt habe? Sehr gut. Leute und ich sind auf einer Wellenlänge. Sehr schön. Oh mein Gott, ey. Er sagt genau gleich, warum wir nicht auf dem Dach landen können. Warum wir nicht abkürzen als Option hatten. Sehr schön. War zum Teufel. Ja, komm. Weiß ich nicht. Einfach so. Wir machen dich zwar voll platt, aber egal. Der Raid Rost Grand Short Ring Cyclone. Warte mal, Item Robber, ne? Mal wieder ein paar Angriffe hier spam. Ich habe bis jetzt immer noch kein einziges Item. Ah, geklaut. Verwunderfahrungsfähigkeit, was? Aber vom letzten Part wahrscheinlich noch. Ich habe nämlich nichts geändert. Ja, geht schon. Na, ah, egal. Wieder Part schon wieder unnötig länger. So, komm, Mann. Absolut nichts geklaut, immer noch nicht. Egal. Ma! Wollt ihr eigentlich aus dem Weg gehen? Auch wenn das nicht so aussah. Oh, wir haben irgendwas und Galt gestohlen, glaube ich. Ich kann damit auch Galt stehlen. Okay. Viel? Weiß ich nicht. So. Was zum Halt, Kratos, komm mir nicht in die Quere. Hört mich an. Das Kernsystem von Darius Dalaran, Kalaan hat eben seine Antwort berechnet. Wenn du im Pakt mit dem Elementargeist bildest, wird der Schutz um den göttlichen Keim vollständig verschwinden. Und das ist genau das, was wir wollen. Verstehst du nicht, was du dir erhoffst, wird nicht geschehen. Ruhe, glaubst du, wir werden diese Gelegenheit ausgenutzt, verstreichen lassen? Ungenutzt, meine ich. Lloyd, überlass ihn mir. Geht jetzt, schließ den Pakt mit dem Elementargeist des Lichtes. Das Pakt direkt dahinter? Ja, ne? Ja, okay. Ich würde aber sagen, ich mache dann genau hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.